Wir wachsen und da ist er. Der neue Vorstand, der neue CTO. Ich freue mich sehr herzlich, Herr Dr. Hieber, dass wir beide hier heute zusammensitzen. Als erstes Entree in der Funktion als CTO. Der VDE wächst, wir wachsen inhaltlich, wir wollen aktiver nach draußen kommunizieren. Dafür brauchen wir Verstärkung, dafür brauchen wir Sie. Was sind denn die ersten Schritte? Ja, ich freue mich sehr, hier in Offenbach das Amt des CTOs, des Technikvorstands zu begleiten. Ich kann meine 30-jährige Berufserfahrung hier einbringen. Ich war bei der Fraunhofer Gesellschaft nach dem Studium, in der angewandten Forschung, im Anschluss bei der Robert Bosch GmbH, zuletzt verantwortlich für die Produkt- und Technikplanung und das weltweite Innovationsmanagement, genauso wie Risikomanagement, Investitionsplanung und auch die Standortplanung in der Fertigung und in der Entwicklung. Genau diese technische Expertise kann ich einbringen in den VDE, um hier den VDE weiterzubringen mit neuen Themen, mit neuen Netzwerken, aber auch in der Ausweitung der Markt- und Kundenstruktur auf nationaler, internationaler, aber auch fachlicher Ebene. Wenn ich Netzwerke aufgreifen darf, das ist das Thema. Also die Netzwerke im Inneren, die Netzwerke, ich sag mal, in die Branche, die Sie ja durch Ihre Vorarbeiten oder Ihre Expertise da hervorragend mitbringen. Und auch das Netzwerk in die Mitglieder bzw. in die Öffentlichkeit. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, in der Vergangenheit genau das war es, was auch den Erfolg gebracht hat, auch was mir Spaß gemacht hat, wenn ich etwas mit Spaß, Freude, Engagement kommuniziere, dann erreiche ich vielleicht diejenigen, die wir heute noch nicht ganz erreichen. Ja, ganz genau, guter Punkt. Ich bin von Haus aus ein Netzwerker. Ich hatte bereits bei der Fraunhofer Gesellschaft eines der ersten Expertennetzwerke der Industrie damals gegründet. Und ich denke, in der Zusammenarbeit von Menschen, in der Zusammenarbeit in Netzwerken, genau da entstehen Innovationen, genau so teilen wir Wissen. Und Wissen ist eines der wenigen Dinge, was mehr wird, wenn wir es teilen. Und sowas passiert in Netzwerken, auch in den professionell organisierten Netzwerken des VDEs, intern und extern. Und ich denke auch, dass wenn wir die Brücke bilden zwischen den Mitgliedernetzwerken, den ehrenamtlichen Netzwerken und den hauptamtlichen Mitarbeitern, dass wir genau dann das Maximale erreichen für die Industrie und am Ende des Tages auch für den VDE. Ich denke, die Kooperation in diesem Umfeld statt Konfrontation muss im Vordergrund stehen. Der Dreiklang aus Wirtschaft, aus Politik und aus Wissenschaft. Genau dieser Dreiklang, wenn man ordentlich und zielgerichtet zusammenarbeitet, glaube ich, lässt sehr, sehr vieles bewegen. Da können wir Deutschland als Standort voranbringen. Da können wir eine europäische Souveränität erzeugen. Und ich denke, da ist der VDE ein optimaler Spieler in diesem Dreiklang als nicht nur ein Verband, wie Sie sagen, sondern auch ein veritables Unternehmen, das hier mit super interessanten Themen unterwegs ist. Und genau diese Themen möchte ich ausbauen und am Ende des Tages auch die Markt- und Kundenstruktur stärken und so den VDE in eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft führen. Da freue ich mich. Also ich freue mich insbesondere, dass Sie anfangen. Ich freue mich, dass wir Sie als Vorstand, als CTO hier wirklich begrüßen können. Und ich freue mich auch natürlich auf die ersten Veranstaltungen, die schon bald anstehen, wo wir gemeinsam auch auf der Bühne, on stage sind. Und ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit und den Erfolg in der Zukunft. Herzlichen Dank. Dankeschön.